baldmöglichst Bescheid. Was nimmst du jetzt mit? Anna Sommer vom Tagblatt. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch? Für was? Dreimal der Tirade? Ja, eben wegen dem bin ich doch da. Nein, nein. Manchmal gibt es auch Spiegeleier mit Rösti. Jawohl, ich nehme den Meisterkoch. Jetzt schlag dich in Ruhe, Himmelsabal! Du machst meine ganze Arbeit kaputt! Ich kann da nicht mehr zuschauen. Kommt ihr her! Jawohl, sie haben recht. Frauen gehören an den Herd und hinter die Liesmütter. Aber sind Sie mit einer Frau, die Floh von der Emanzipation in Sorge gesetzt haben und ich die Hausfrau spiele? Bitte, Herr Wallmann. Grüezi, Land. Sagt Ihnen mein Name nichts? Nein, gar nicht. Ja, sind Sie denn nicht informiert worden? Von wem? So, du Meisterkoch, läuft doch alles prima. Bis jetzt schon. Aber dass wir Dutzis gemacht haben, das habe ich im Fall schriftlich. Schriftlich? Jawohl. Schriftlich. Nimm die Hand von meinem Knie, du Lümmel. Endlich. Endlich hast du mir wieder du gesagt. Und weisst was, Alma? In dem bleibt es jetzt, okay? Macker. Ich bin der Heini. Hast du von Tuten und Blasen, ich meine, vom Kochen, keine Ahnung. Stimmt's? Stimmt. Das war alles meine Idee. Dann hast du dem Häftling gar nicht angerufen? Nein. Schäm dich, Susi. Hey, Öpfel! Alter, du bist die erste Frau in meinem Leben, die sich für Herdöpfel interessiert. Sofort! Weisst du, ich lege nicht nur mein Herz von Füssen, sondern Millionen von Pommes. Meine Damen, darf ich zu Tisch bitten? Wir fangen an mit einer Consommé-Dule. Oh ja, à la Wallmann. Ich möchte es dann doch noch zum Meisterkoch brauchen. Benni, sag doch einmal etwas. Ein guter. Ha 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 ha!